Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu einem neuen Video von uns. Ich bin's, euer Fabi, und heute zeige ich euch ein Unboxing und Review zu diesem iPhone 5 Case. Ihr seht schon selber, das ist so ein Gameboy-Style Case. Ja, das ist von der Marke Kolei, kostet bei Amazon knapp 8 Euro. Das gibt's in verschiedenen Farben. Wir haben ja die Farbe in Weiß. Es gibt's außerdem noch in Blau, Rot, Grün und sowas. Die Links dazu mache ich euch einfach mal in die Beschreibung. Hier hinten sehen wir schon 5G, also für das iPhone 5. Da ist so ein kleines Papier drinne, dass das während dem Versand nicht zusammengedrückt wird und ist ganz einfach in so eine Folie gesteckt. Außerdem liefert Kolei noch so einen kleinen Mini-Stylus mit. Da ist so ein 3,5 mm Klinkenstecker dran. Das kann man dann einfach unten reinstecken, dass kein Staub in den Klinkenstecker reinkommt. Ja, fange ich mal mit dem Case an. Da ist leider schon etwas Staub drauf. Hier sehen wir die Aussparung. Für die Lauter-Leiser-Regelung wurden so kleine Teile ausgestanzt oder rausgedrückt. Und der Mute-Switch oben ebenfalls so kleine, halt der Power-Button rausgedrückt. An dieser Seite haben wir nichts. Und unten wurde komplett ausgespart. Hier hinten haben wir nochmal so ein kleines Design oder halt so kleine Aussparungen, welchen den Gameboy dann halt realer rüberkommen lassen sollen. Außerdem sieht man hier hinten noch, das sind wie so kleine Tasten, also das ist nicht nur ein Bild, sondern die stehen wirklich etwas raus. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr cool aus und steht auch Nintendo Gameboy drauf. Sieht also wirklich wie ein echter Gameboy aus. Hier sehen wir schon ein Silikon-Case, also lässt sich ziemlich leicht drauf machen. Und man hat auch ein Lay-on-the-Table-Design, das zeige ich euch von vorne gerade mal. Also, nee, etwas weiter hoch. Ja, also man hört, dass das Display nicht beschädigt wird. Und ja. Was gibt's noch zu sagen? Hier vorne die Kamera. Ein Millimeter weniger, dann wird man das Aluminium sehen, dann wäre es perfekt. Aber schon mal sehr gut ausgeschnitten, finde ich. Dann den Mute-Switch sieht man schon, kann man gut erreichen. Die Lauter-Leise-Regelung ebenfalls. Unten wurde komplett ausgespart, haben sie auch sehr schön gemacht. Und ja, an der Seite das Silikon, das lockert natürlich etwas, aber rausfliegen tut es trotzdem nicht. Ich zeige euch noch die Lauter-Leise, dass das funktioniert. Man hört schon den Druckpunkt. Funktioniert ziemlich gut. Und oben den Home-Button, Sleep-Button natürlich, funktioniert auch mit einem guten Druckpunkt. So, ich zeige euch jetzt den kleinen Mini-Stylus, wo mitgeliefert worden ist. An der Unterseite haben wir einen 3,5 mm Klinkenstecker. Den kann man reinstecken, dass kein Staub oder so reinkommt und dass man ihn immer mit dabei hat. Den kann man dann ganz einfach das iPhone entsperren, also es ist ein Touchpen. Ihr seht schon, zum Entsperren funktioniert es noch, aber für alles Weitere muss man den natürlich rausholen. Es funktioniert auch ziemlich gut. Ein Touchpen macht natürlich, was er soll. Ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, das Case oder Silikon-Case ist ein wirklich nettes Gimmick oder Gadget. Also man sieht natürlich hier schon, die Ecken lösen sich etwas leicht, aber ist, denke ich, mehr ein Scherzartikel oder. Also das iPhone wird trotzdem gut geschützt und sieht auch sehr schick aus, finden wir. Falls ihr jetzt noch irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt es in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ciao!